Hallo, Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 und Österreich. In unserem Doppelkrieg mit Frankreich. In dem wir große Teile Frankreichs, des kolonialen Frankreichs, Frankreich selbst ist nicht besetzt. Das koloniale Frankreich ist von uns ziemlich besetzt. Und zumindest hier an unserer Grenze, an unserem kolonialen Österreich. Wir führen nur noch deswegen Krieg mit Frankreich, weil du, Freund, könntest eigentlich da noch irgendwelche Kleinigkeiten erobern. Ich weiß gar nicht, warum da alle hier sein müssen. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ah ja, wir sind nur deswegen noch im Krieg, weil wir dieses Sukuma Uprising unterstützen wollen. Bei dem Sukuma Uprising verliert Frankreich viel schneller, etwas schneller, nein, viel schneller, ja schon viel schneller als bei uns im Krieg an Support. Das heißt, mit etwas Glück kollabiert Frankreich in diesem einen Krieg und Sukuma wird frei, wird zu einem eigenen Staat, was absolut großartig wäre. Ah ja, in between Episodes habe ich ein paar diplomatische Sachen gemacht. Black Gold. An inquiry has revealed that government politician Alois Hartmann's recent wealth has been accumulated through bribes from oil companies, allowing them to lease land without bidding. Alois, Alois, Alois. Das ist der 103-jährige, 104-jährige Admiral. We must make an example of all parties in this scandal. It's a harsh sentence and is forced to resign. Oh, das wäre gar nicht so schlecht. Dann sind wir den uralten Admiral endlich los. Und die Industriellen verlieren Dings. So, schauen wir mal. Industrielle sind schon auf minus 4, das wäre nicht gut. Dann werden sie nämlich. Dann wird man noch mehr negative Marker kriegen. An elected official abusing his position is a severe crime. Wenn die Trade Unions verlieren, ob wir auf minus 5 oder minus 7 sind, ist auch schon wurscht. Corporate leaders undermining our government cannot be allowed to walk free. Wir verlieren Legitimacy? Na. Even great people make mistakes. Aha. Na. Okay, gut. Wir nehmen das. Oje, Alois, bist du tot jetzt? Gut. So, Armed Forces oder Armed Forces? Experienced Convoy Raider. Brave. Minus 10% Moral Loss. Plus 40 Popularity. Oder Reserved. Minus 10% Moral los, das ist cool. Ja, nehme ich dich, Freund. Dockyard Organizer, du bist. So, 20 von 50 Schiffen, das heißt, wir müssen dich promoten.
Yo, man. Da sind auch die Amerikaner auf ihrer Seite, auf der Seite der Rebellen. Finde ich gut. So, da haben wir italienische Aufstand gegen den Papst. Grundsätzlich nicht da in Richtung Papst geneigt, aber wir warten noch. Ja, in between Episodes habe ich auch einen Haufen Neubauaufträge gegeben, weil ich drauf gekommen bin, dass ich viel zu wenig habe. problematisch war, aber gut. So, komm schon. Es muss schneller runtergehen. Okay, das ist mir eigentlich egal. Mach rein. Oh, das ist nicht gut. Wieder in einem Krieg in Brasilien, weil wir haben mit Brasilien eine Allianz gegründet. Naja, gegen brasilianische Aristokratenrevolte. Was soll ich sagen? Shit happens. Oh. Na gut, aber Brasilien scheint stärkere zu sein und wir werden dann werde ich hier wegklicken. Rüber nach Brasilien gehen, ist mir eigentlich egal. Die Amerikaner sollen hier ihren Krieg alleine führen. Die brauchen mich doch hoffentlich nicht. Ja, das ist mir egal, kann ich nichts machen. Ja, in Wirklichkeit sollte man dann da auch gleich reingehen, was soll's. Ist auch schon wurscht. Zwei mehr Kriege ist jetzt auch schon egal. Wir helfen Sepol. Sehr gut. Oman ist siegt. Freund, gehst bitte an diesen um dem Papst zu helfen. Freund, gehst von hier weg. Ah, Großbritannien hilft auch. Daher. Da brauche ich nicht mehr schicken. Heißt eher eine Truppe, hoffe ich. So. Stirring Radicalism. Ja, das kennen wir schon. It could happen anywhere oder in Austria. German Moldova ist okay. Sukuma hat sich befreit. Das bedeutet aber, wir können hier in Wirklichkeit den White Peace anbieten.
Ausgezeichnet. So, jetzt, das war das mal. Dann. Idle Mobilized Generals. Na, du bleibst da. Wieso sind die anderen eingeteilt? Wo sind die anderen hin? Ah, da sind die ganzen Typen hin. Gut, du gehst lieber hierher. Du machst Standby. Also ich brauche jetzt definitiv nicht so viele Truppen mehr. Du, mein Freund. Greift. Dann. Du, mein Freund. Greifst hier an. Du, mein Freund. Greifst hier an. Du, mein Freund, greifst hier an. Aber ich glaube. So, das ist das Handling. Das ist uns wurscht. Da deklarieren wir Neutrality. Das ist uns egal. Generals moved. Passt. Hier. Ich jetzt noch ein Krieg mehr. Bist du irre? Ja, da sind natürlich wir drinnen, weil das ein Protektorat von uns ist. Naja, wir kommen aus unserem Krieg gar nicht mehr, raus, aus unseren Kriegen. So gesehen fast sehe, dass wir dem Papst helfen. Eine Ansammlung von Kriegen nacheinander. Aber im Endeffekt, nachdem ja nie irgendwie was an unsere Grenze kommt, und das ist ja lächerlich in Wirklichkeit, ist es das nicht? Das ist ja. Gut, Revolutionary Rome. Machen wir mal das tot. Hallo? Ja, das war abzusehen, dass das schnell und einfach geht. Ich bin außerdem drauf gekommen, wir haben gar nicht so viele Radikale. Bei uns sind etwa 30% der Menschen radikal, aber in Frankreich sind es 50%. Das fand ich doch ziemlich irritierend. Und schon haben wir den Krieg gewonnen. Ah. Bitte das. Die Revolutionäre haben fast nie gescheite Armeen. Mechanized Farming. Ah, das habe ich total vergessen. Ja. Traktoren können wir jetzt einbauen. Wartet mal. Aktoren. Dafür brauchen wir aber Engines. Oh, wobei zur Zeit ist das gar nicht einmal so schlimm und MyFarms sind ja wenig. Und Tools sind teuer. Oh, das ist eigentlich sogar gut, wenn wir das machen. Das kann man natürlich nicht überall machen.
Aber ich überlege gerade, vielleicht in den Kolonien, dort haben wir recht wenig Dings. Achso, dort gibt es keine Truppen. Ist natürlich blöd. Okay. Ah, wir haben keine Automatic Irrigation hier. Wieso nicht? Der Hanover Pipeline. Oil companies operating in Hanover have requesting government in funding a pipeline promising that its construction will be accompanied by other infrastructure improvement. We will contribute to the funding of this project. Das ist quasi ein Klack. Zweitausend, nix. Und die Industriellen mögen es, ja klar. Machen wir das. Was für eine Frage. Das bin depleted in Kalifornien. Okay. Brasilianischer Krieg. Schauen wir mal, wie es dort zugeht. Oder irgendwo in der Unterzahl, ja da. Na, in Wirklichkeit könnten wir jetzt. Ah. Computer. Das ist echt warm. Geh doch zu diesem hier. Mehr Gummi in Mosambik. Revolutionary for our time. Schon wieder einer. It must be heard. Oder. Ah, nein. Das kann auch noch. So doof. Ich überlege gerade, ob wir es Kuma versuchen. Zum Basalen zu machen. Ah, die Franzosen haben gerade Fabriken reingehaut. Statt das da. Hey, wieso kann ich kein Diplomatic Play mit denen starten, weil ich ihnen geholfen habe? Kann das sein? Ich meine, wir haben keine guten Beziehungen. Ja, in Wirklichkeit sollte das überhaupt kein Problem sein, oder?
Ja, und der Stärke 100. Was ist das? Schweden gegen Ibo Uprising. Wo ist denn das? Okay. Wo ist das Schweden, bitte? Da ist Schweden. Skandinavien. Der Homie. Great Britain. Ibo Uprising. Da ist es. Aber interessant. Was ist das? Ah. Sukume ist frei und führt gleich mal eine Revolte. Ja, okay, gut. Das kann ich mich gern haben. Die Welt ist vollkommen instabil. Apropos instabil, sehe ich gerade. Bei uns wächst auch wieder eine Revolution heran. In Act Poor Laws, 52%. Nicht gut. Wie ist das am Budget? Naja, wir könnten eigentlich die Steuern wieder senken. Ja, Mini-Steuern. Das sollte auf ein Minimum reduzieren. Na, schau, verlieren wir schon wieder. Sehr gut. Sehr gut, mag ich das. Überhaupt, die ganze Gruppe ist weg. Das ist nett. Ja, okay, gut, da könnten wir eigentlich auch Neutrality deklären. Weil in Wirklichkeit interessieren uns beide Umstände genau gar nicht. Okay, wir haben dem Papst zum Sieg verholfen. Finde ich gut. So, warte mal, Motor drücken noch. Viel zu viele. So, wie schaut's aus? Sind wir noch immer infamous? Ja, aber nicht mehr lange. Passt. Und das brasilianische Ding sollten wir eigentlich auch relativ bald gewinnen, weil ich meine, wir halten jetzt schon recht viel von dem Land. 56%. Sollte wohl reichen. Um die Revolution fertig zu machen. Ursprünglich 9000, 4000, 9000. Diese Dinger sind ja urmodig.
So, Paul. Huch. Was ist da los? So. Wie kann das sein? Ach Gott, ich hasse euch so sehr. Gerade eben hatte ich da noch die schönste Front überhaupt. Super. Einfach meine Leute. Was ist das? Karen Uprising. Die Schratsch. Das interessiert wo auch immer das ist. Echt jetzt? Okay, Piemont haben wir auch erobert. Und jetzt noch schnell Brasilien und dann sind wir im Frieden und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Wir können uns wieder darum kümmern, dass die Radikalen weniger werden. Yay! Oh, eine Revolution. 40%. Wealth. Voting? Das ist aber nicht nett. Wealth Voting will ich nämlich auf keinen Fall. Was ist Wealth Voting überhaupt? Will ich Wealth Voting? Vielleicht will ich Wealth Voting, ja. Wir haben ah! Voting, nicht Taxes. Ich ah, I see. Mostly anyone wants it, just nur die Aristokraten wollen nicht. Okay, na gut. Bevor die Revolution startet, werden wir Wealth Voting machen. Das hat mich jetzt etwas irritiert. Gut, das schauen wir uns aber das nächste Mal an, weil schauen wir mal, weil wir haben ja die Steuern auf das niedrigstmögliche Level gesenkt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das die Leute besänftigen kann oder ob sie trotzdem auf 100% auch. Na gut, das sehen wir aber erst das nächste Mal, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss euch.